Neues aus dem Zoo Heidelberg. Unserem Nachwuchs bei den Kängurus geht es prächtig. Der junge Hüpfer, hier auf Aufnahmen vom Dezember zu sehen, verlässt inzwischen den Beutel seiner Mutter immer häufiger und erfreut sich bester Gesundheit. Inzwischen ist auch das Geschlecht des Nachwuchses bekannt. Es ist ein Weibchen. Für den Nachwuchs sucht der Zoo noch einen Tierpaten. Bei Interesse können Sie sich gerne im Zooshop melden. Der Neuzugang in unserer Jungbullen-Elefanten-WG hat sich gut in die Gruppe eingelebt. Qin Yadana Min ist 5 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Köln. Die nächsten Jahre wird er im Zoo Heidelberg in der Jungbullen-WG wohnen, ähnlich wie viele Studenten in der Stadt. Qin ist für den Bullen Tai eingezogen, der nun im Zoo Zürich die Rolle des Zuchtbullen übernimmt. Nachdem es zwischen den Sumatra-Tigern Azim und Tila nicht gefunkt hat, gibt es jetzt die Chance auf eine neue Romanze. Azim hat den Zoo verlassen und ist zu einer Tigerpartnerin nach Ebeltoft in Dänemark gezogen. Aus dem Zoo Wroclaw Breslau kommt der neue Tigerkater Thebo. Tila und Thebo werden nun vorsichtig aneinander gewöhnt. Und vielleicht klappt es ja diesmal mit dem romantischen Happy End. Natürlich überprüfen unsere Tierpfleger regelmäßig, wie es ihren Schützlingen geht. So zum Beispiel auch bei den Waris, einer Lemurenart. Nachdem die quirligen Affen gewogen wurden, stand fest, alles in Ordnung. Beide sind gesund. Und das war das Neueste aus dem Zoo Heidelberg.